Sehr geehrte Damen und Herren, wir zeigen die Ausstellung Mythos Wald. Im Anschluss eigentlich an unsere Ausstellung Change. Change hat sich mit den klimaproblematischen Themen beschäftigt. Und jetzt konzentrieren wir uns eigentlich auf die schöne Seite des Waldes, eben auf den Mythos Wald. Hier im Westerwald, der eh geprägt ist durch sehr viel Wald, können wir uns eigentlich kaum vorstellen, wenn wir uns zurückversetzen, sagen wir mal, in die Römerzeit. Da war das hier alles Wald. Da war die ganze Landschaft, eigentlich ganz Deutschland, große Teile von Europa waren geprägt durch Wald. Man hat im Wald gelebt und man hat diese zwei Seiten des Waldes wirklich erleben müssen. Einmal den Schutz durch den Wald. Die Römer sind nicht so in unsere tiefen Wälder gedrungen, wie sie es eigentlich vorhatten. Und auf der anderen Seite hat der Wald natürlich große Gefahren hervorgebracht. Vor allem, wenn er so groß und undurchdringlich war. Und in dieser Zeit sind, glaube ich, sehr viele Geschichten entstanden. Legenden, Mythen, Sagen, Märchen, die so ein komisches Gefühl der Doppeldeutigkeit. Einmal der Wald als Sehnsuchtsort und aber auch der Wald als Gefahr. Und ich versuche mit dieser Ausstellung ein bisschen von diesem Gefühl wiederzuspiegeln, durch 10 verschiedene künstlerische Positionen über ganz viele verschiedene Medien, von der Zeichnung bis hin zum Film. Und jetzt möchte ich kurz eingehen auf die 10 verschiedenen Künstler. Ich muss das ein bisschen kurz machen, weil das dann, glaube ich, sonst zu lange werden würde. Ein Bewohner des Waldes hat es durch die Märchen ganz besonders abbekommen, und das ist der Wolf. Der Wolf wurde völlig verunglimpft und ist immer als der Böse dargestellt worden. Und der Wolf ist Thema in dieser Ausstellung durch Gisela Krohn. Die hat einmal hier dieses Wolfsrudel gemalt und dann hier drinnen den Tondo mit diesem Wolf, der in diesem Wasser bei Mondschein marschiert. Und sie gibt diesen Bildern durch ihre Farbe eine totale Freundlichkeit. Sie nimmt diesem Wolf das Schrecken eigentlich, sondern taucht ihn mit durch dieses Rosa in eine Freundlichkeit. Gerade bei dem Tondo habe ich das sehr gerne, weil dieser Wolf wirklich was ganz Elegantes hat, wie er da durchs Wasser streitet. Und dann kommen diese rosa Farben, die da rein sind, und die geben ihm nochmal was Freundliches. Von Gisela Krohn ist auch die große Waldarbeit, die Sie hier hinten im Raum sehen, die heißt Moonlight in Springtime. Und es ist ein vom Mondlicht durchfluteter Wald. Alexander Schlieffen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Pilz. Der Pilz gehört natürlich zum Mythos Wald. Einmal, weil er uns als Nahrung dient, aber auch, weil er sowas, er kommt ja in jedem guten Hexentrunk, gehören ja die Pilze mit rein. Aber das, was den Alexander eigentlich interessiert an den Pilzen, ist das, was wir nicht sehen. Das ist sein Myzel unter der Erde, was sich über Hunderte von Quadratkilometern ausbreiten kann und was eine wahnsinnig gute Vernetzung der Pilze aufzeigt. Und diese Vernetzung ist auch extrem wichtig für uns Menschen. Und wir können da, glaube ich, sehr viel lernen von den Pilzen. Und was neu hinzugekommen ist, weil der Alexander ist ja bekannt für seine Zweifarbigkeit durch das Orange und das Blau, diese Komplementärfarben. Und was neu hinzugekommen ist, ist die weiße Zeichnung, die auf seinen Bildern zu finden ist. Und wir sehen hier, für mich sind es Quallenpilze, die das Bild beherrschen. Dann kommen wir zu Thomas Thiede. Das ist dieser Baum, den wir hier hinten sehen. Wenn wir uns den genau anschauen, sehen wir, da stimmt was nicht. Denn dieser Baum ist völlig auf den Kopf gedreht.
der hat eben seine Verwurzelung oben an der Decke und hat unten gar keine Erdung, sondern er schwebt im Raum. Und dieser ganze Baum ist gemacht aus Zellulose. Und er will darauf hinweisen, auf die Leichtigkeit, aus dem eigentlich die Bäume bestehen. Und wenn wir uns den anschauen, kriegen wir das ganz deutlich. Es ist wirklich wie nur Rinde, als wenn es Pappelrinde wäre. Und unten drunter liegt eine Arbeit von ihm, die Regenbogenfarben wieder, dieser Druck symbolisiert die Regenbogenfarben. Also das ist auch nochmal, das müsste ja eigentlich auch oben sein. Also es ist alles auf den Kopf gedreht. Dann haben wir eine Videoarbeit von einem finnischen Künstler, vom Hannu Karajalainen. Diese Arbeit ist ähnlich wie beim Thomas, da muss man auch genau hinschauen, um festzustellen, was da drin passiert. Das ist ein sehr mystischer Film, der auch mit einem Baum anfängt, der sich langsam öffnet, aus dem etwas herauskommt, etwas Gelbes. Das Ganze ist gebrochen durch digitale Fehler, die aber absichtlich in diesem Film drin sind. Und das ist wiederum ein Verweis von ihm auf die Zerbrechlichkeit unserer Natur. Dann haben wir zwei Arbeiten meines berühmten ungarischen Künstlers Attila Szücs. Das ist einmal eine digitalisierte Landschaft. Das ist das größere Bild hier auf der Frontwand. Das war mir irgendwie ganz wichtig, dass ich so eine Arbeit mit reinbringe in diese Ausstellung, weil wir gerade durch unsere digitalisierte Welt, durch diese ständig auf Monitore schauen, ob das der Computer ist, ob das unser Handy ist, sehnen wir uns eigentlich noch mehr in den Wald und in die Natur. Dadurch wird das noch mehr ein Sehnsuchtsort für uns. Dann haben wir noch in dem Raum die Arbeiten vom Henrik Schrath, der ist auch da. Henrik Schrath ist quasi der Experte fürs Märchen. Denn er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Märchen der Gebrüder Grimm neu darzustellen. Er hat sein erstes großes Buch rausgebracht. Es sind die gleichen Texte natürlich, es sind aber viele Märchen von den Gebrüder Grimm, die wir nicht kennen. Dazu gibt es Zeichnungen in diesen Büchern zu sehen, wo er mit diesen Märchen spielt, die aber in unsere neue Welt transportiert, wo wir immer wieder Sachen vorfinden, die es eben früher noch nicht gab, die unsere heutige Welt darstellen. Und das ist seine Kombination, diese alten Märchensymbole in etwas in unsere heutige Zeit zu transportieren. Von ihm sind die Cutouts und dieser Kasten hier zu sehen, und der Cutout ist auch da, und die Baumrindearbeiten. Das sind auch, wenn man die sich genau anschaut, findet man da eben auch, ich habe selber lange, lange gebraucht, gerade bei dem Guckkasten, um das, was in der Mitte drin ist, um das zu entziffern. Aber es ist eben etwas, was eigentlich gar nicht in diese Lichtung, diese Arbeit heißt Lichtung, das passt gar nicht in dieses Szenario rein. Und dann gibt es noch diese Arbeiten aus diesen Baumscheiben, das sind Aquarelle auf Baumscheiben. Da musst du mir noch mal kurz helfen mit dem Titel, der ist nämlich so schön. Der Titel ist schön, ja. Das ist auch einer meiner Favorite of all times Dinger. Das ist eine kleine Serie von Leuten mit Staubsaugern, die verschiedene Dinge einsaugen. Und das heißt, Erklärungstafeln für Staubsaugervertreter zur Erschließung mythologischer Märkte. Dann ist in diesem Raum noch eine Arbeit unserer berühmtesten deutschen Künstlerin, Rosemarie Trockel. Und das ist keine Arbeit, die man sehen kann, das ist keine Arbeit, die man hören kann, sondern das ist eine Arbeit, die man riechen muss.
denn Rosemarie Trockel hat ihre neueste Arbeit, ist ein Duft, ist ein Eau de Parfum. Das hat sie entwickelt mit einem Kölner Unternehmen. Und ich habe gelesen in der FAZ, wie sie es beschreibt, it's like a walk through the forest, animals are crossing. Und wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, die Arbeit brauche ich unbedingt für diese Ausstellung Mythos Wald. Das passt so gut. Kommen wir nun zum König des Waldes, dem Hirsch. Die koreanische Keramikkünstlerin Yu-Jung Park, die hier aus dem nahegelegenen Hörgrenzhausen kommt, die hat einen weißen Hirschen aus Porzellan geschaffen. Dieser liegt ganz majestätisch hier hinten im Ausstellungsraum. Und was mich an diesem Hirschen so besonders reizt, ist, dass sie seine natürlichen Rundungen ausgelassen hat. Sie hat ihn in eine kubistische, kantige Form gebracht. Der Titel des Hirschen ist The White Rabbit. Und daran erkennen wir, das führt noch ein bisschen weiter, denn es handelt sich bei dieser Arbeit um eine Traumsequenz der Künstlerin, die sie in verschiedenen Teilen darstellen möchte. Und dann haben wir noch zwei weitere Arbeiten. Da ist die Arbeit von Christine Oswald. Sie hat über ein Jahr lang ein und denselben liegenden Totbaum fotografiert. Hat sich gewisse Stellen ausgesucht, die vom Licht beleuchtet werden und hat damit dokumentiert, wie im Tod, im Absterben eigentlich wieder neues Leben erwacht. Und das ist das Mystische an dieser Arbeit, dass eben im Tod auch wieder das Leben entsteht. Und dann gibt es noch die letzte Arbeit von Annette Philipp, die steht hier. Die Annette Philipp zeigt ihr neuestes Video Drei Schwestern. Wenn Sie runtergehen in den Keller, das ist sehr mystisch und fängt sehr mystisch an mit den Merseburger Zaubersprüchen. Und geht über in eine Sequenz von den drei Hexen hier vom Mahlberg. Das ist gar nicht weit von hier, das sind 10 Minuten. Ist ein wahnsinnig schöner Hügel und auf diesem Hügel in einer Felsspalte haben drei Hexen gehaust, die aber gute Hexen waren. Mehr muss ich auch nicht so erzählen, weil es Annette in diesem Film tut. Und dann kommen nochmal drei Schwestern vor im dritten Teil des Filmes. Und die haben auch einen heidnischen Ursprung, wurden dann aber durch die christliche Religion eigentlich übernommen. Und das ist, glaube ich, so ein Bogen in diesem ganzen Film, dass eben viel, was heidnischen Ursprung hat, dann doch in unsere christliche Welt übernommen wurde. Genießen Sie es, lassen Sie sich fangen vom Mythos Wald. Wenn Sie sich gefangen haben, können Sie vielleicht noch einen schönen Spaziergang machen durch den herrlichen Schlosspark. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Danke.